So, Aufnahme läuft, glaube ich. Oh, da ist er wieder. Ich wollte heute mal was hochladen. Ja, mal wieder ein kleines besonderes Zückerchen, nichts Besonderes zum Damage hier. Aber ich wollte mal zeigen, warum so ein Objekt 140 immer noch ein sehr guter Tank ist und warum er einfach nur Spaß macht, manchmal. Und ja, wie soll ich sagen? Rennenrunden mit gutem Teamplay ist relativ selten geworden und das war auch was ganz Besonderes und das wollte ich euch nicht vorenthalten. Und zwar bin ich hier mit dem Objekt 140 unterwegs, zusammen mit Roger und Bruce. Na, ihr seht es ja links, der Roger im E4 und der Bruce, unser passionierter Leitfahrer, in seinem sensationellen T100 Light. Gehen wir mal auf die Freie. Ja, ich habe Prozente. Ich habe normalerweise nicht Prozente, aber egal. Lassen wir das jetzt. Das spinnt ein bisschen, dieses Replay. Ich habe vorhin schon mal getestet. Dann habe ich die Prozente weggemacht. Strukturpunkte, weil das würde ich euch übrigens empfehlen, weil ihr ungefähr ein Alpha kennt. Und dann seht ihr noch, wie viele Strukturpunkte. Da könnt ihr das besser einschätzen mit der Zeit. Das ist eine Erfahrungssache. Prozente ist immer schwierig. Also falls ihr Prozente abstellt, so. Ihr könnt dann einfach besser abschätzen, wie viele Schüsse brauche ich noch. Jo, was gab's? Brucey und ich, wir fahren links. Ich gehe mal auf mich. Nee, ich gehe mal hier hinten. Da ist Roger in seinem TD. Sehr defensiv am Anfang, aber gar nicht schlecht. Das war so ein typisches Match, wo man einfach ein bisschen Geduld braucht. Also wenn man nicht so vorpreschen darf. Ja, ein bisschen abwarten muss. Hier kam auch einiges in der Mitte. Und das Objekt 140 macht einfach Spaß. Das 430U auch, aber was mir am 140er mehr gefällt, ist die Geschossgeschwindigkeit und die Genauigkeit. Also hier hast du 1500 Meter die Sekunde. Ich habe zwar jetzt hier das Premium-Teil geschossen, die sind nicht ganz so, aber ja gut, war halt gegen 10er. Trotzdem die Standard, also hier, Halleluja, das buggt aber warum hier 1500 km/h, ist sensationell. Ja, verhaltener Anfang, Bruce versucht ein bisschen Licht zu machen. Bis jetzt gar nichts so Besonderes. Aber da habe ich gesehen, in der Mitte geiern sie nur drauf. Die sind da in die Mitte gefahren und geiern nur drauf, dass du rüber fährst. Da ist einfach da oben, hast du gesehen, der E50M hier. Der kassiert schon heftig. Also darauf wird nur gewartet. Hinten in den Büschen stehen auch noch welche. Also hier geiern sie alle rum. Das bringt da nichts rüber zu fahren. Da muss man halt ein bisschen Geduld haben. Ja, absolut die Hölle los hier in der Mitte. Das Teamplay fängt gleich an. Jetzt hast du den Luxus halt in dem Med, in dem 140er auch. Du kannst dich schnell mal ein bisschen rüber verlegen. Also, haben wir gedacht, wir können ein bisschen flankieren von der Seite, weil in der Mitte war zu viel los. Aber vielleicht kann man auch ein bisschen flankieren. Ich gehe auf die freie Kamera. Also folgende Situation, obwohl ich wiederhole mich. Also scheißegal. Hier war viel los, ich wollte hier hochpieken, rübersnipern. Macht Spaß. Patton hat es auch erkannt, versucht auch ein bisschen mitzufahren. Und Bruce steht drunter im Busch und versucht was aufzumachen. Und eben der Patton, der Held dieses Spiels, ist jetzt mit auf den Plan getreten. Also was heißt der Held, aber der Teamplayer. Bruce hat eine Panikattacke, lasst euch da nicht täuschen, er hat dann schnell sein gereppelt. Okay. Na, kann man den rein? Nee. Hier ist einfach cool, dass ich jetzt hier so Mitspieler habe, zu zweit. Gespinnt ist. Okay, jetzt. Es war einfach nur noch abwarten für einen Moment. Es beginnt noch das Spiel, das eigentliche. Gut, jetzt sind sie rechts hier.
bisschen beschäftigt mit Bruce, ziehen ihm ein paar HP. Und jetzt konnte ich mit dem Patton hier ein bisschen arbeiten. Wir haben es noch nicht mal abgesprochen. Das hat einfach funktioniert mit dem Typen. Also, Typen, vielleicht war es ja auch ein Mädel oder ein Es. Es gibt ja jetzt drei Geschlechter, oder? Ja, zwei Geschlechter und das dritte. Dann habe ich gedacht, komm, guck mal, da wusste ich nicht so recht, was ich machen soll. Und da haben wir die erste Schelle an der Seite. So, da hinten, da lauert wieder einer. So, jetzt war der tot. Jetzt habe ich so langsam gedacht, komm, scheiß drauf. Jetzt fängt das Spiel an. Und jetzt kommt gleich der Moment, wo das Teamplay losgeht. So, Patton fährt auch vor. Und jetzt kann die Show beginnen. Ja, stimmt, da war noch der Jagdpanzer, da war ein bisschen. Eben, der war abgelenkt. Genau, da fuhr er runter. Da habe ich gewusst, jetzt kannst du rüberfahren. Gleich. Patton hat sich auch nicht so richtig getraut. Hinten, Roger! Moment, ihr seht ihn. Ein Fels in der Brandung. Okay, Bruce war kein Fels mehr. Er war, denke ich, geplatzt, aber das ist manchmal ist los von dem Leid, ne? Den wollte ich noch schnell rausnehmen. Der guckt da mit einem HP rum, ey. Jetzt habe ich ihm signalisiert, er soll mir helfen. Und hab gehofft, dass er mitfährt und jetzt kommt der Moment im Random. 80% der Spieler werden nicht mitgefahren im Random. Er rammt ihn auch schön. Und fährt mit, denkt also mit. Jetzt rückt Roger auf da auf C8, C9. War auch gut mitgedacht. Der mitdenkende TD, sozusagen. Aber nur ein Stück aufgerückt. Ne? Wir wollen ja nicht übertreiben. Ne? Aber er kam noch. Rogers Moment kam noch. So, dann schauen wir erstmal. Der Patton rechts. Da habe ich gedacht, komm, scheiß drauf. Jetzt musst du ihm auch helfen. Eine Hand wäscht die andere. Und tschüss. Finde ich freie Kamera, finde ich einfach irgendwie cooler. So, dann war es nur noch. Ja, ich glaube noch vier Gegner. Wir haben noch 8 Minuten auf der Uhr, also es, man muss kein Held sein. Erstmal abwarten und schauen, wo die Gegner sind. Dann unten auf G6. Patton hat schön einen kassiert. Ich glaube nicht, dass er das so schön fand. Einer ist noch Full HP gewesen, glaube ich. Oh, das ist 277. Ich fand das übrigens auch gerade nicht so schön. Da stand Roger. Ich muss mal den großen Zeigefinger raushängen lassen. In so einer Phase ist es wichtig, dass es zusammenbleibt. Ich weiß, ich habe hier auch Zuschauer auf meinem Kanal, die sind noch blutigere Anfänger wie ich. Wenn ihr in so einer Phase seid, wo es spitz auf Knopf geht, bleibt zusammen mit euren Verbündeten. Isoliert euch nicht. Der hier macht schon einen kleinen Fehler. Er wird es aber überleben. Bleibt zusammen. Zwei Kanonen sind immer besser wie eine. Oder? Klingt doch logisch. Okay, das war jetzt mal nur so nebenbei. Ich weiß, wir haben auch viele Anfänger, die zugucken und kleine Tipps. Ich wollte halt unbedingt unseren TD, also Roger, nicht alleine lassen. Wie schnell kann er dann gezirkelt werden und drauf gehen? Einfach abwarten.
dann habe ich einen großen Fehler gemacht. Das sieht man gleich. Da stand doch tatsächlich, oder? Ja, in der Mulde ist A4. Die Sau. Auto-Aim, ich habe Auto-Aim gemacht, weil ich wusste, ich kann in Zirkel keine Chance gegen den Russen nähen. Roger hat viel Spaß in der Mitte, ich ein bisschen Spaß mit dem E4. Und die Runde war durch. Patton hat super mitgedacht bei zwei Aktionen. 4 Kills hat er gemacht. Ich hatte 3 Kills. Roger ist im richtigen Moment aufgerückt. Die beiden E4s. Der E4 hinten kam dann auch. Wir sind schön zusammengeblieben, ist ganz wichtig. Und haben das Ding, ja, schön gespielt, oder? War ein gutes Teamplay. Und vor allem von Spielern, wo du es nicht kommuniziert hast. Ne? Er hat einfach mitgedacht. Und das finde ich immer. Das sind dann die Spiele, die machen halt Spaß in World of Tanks. Ups. Da wollte ich jumpen. Ich bin ein bisschen. Ich hab's ja nicht alle. Ging wohl schief. Im Chat schreibt er dann. Nice try, aber gut. Patton hat bis zum Schluss dann auch noch zugeguckt. Ja gut, und dann hat der eine halt auf den anderen gewartet. Wie das gleiche, zusammenbleiben. Und zusammen pushen, dann Roger gibt, zeigt noch an, kassiert ihn und der andere L4 nimmt den raus. Gut. Cool. Ne? Das echt war ein schönes Spiel. Der Damage, das war nicht so besonders. 3-7 und dann was hatte ich, 2 Kills, aber dieses Zusammenspiel und dieses Abwarten und dieses. Ja, das hat einfach Spaß gemacht. Das sind dann so Spiele, die entschädigen für die 15:1 Runden, wo du einfach nur auf den Sack kriegst. Ihr kennt's alle, ne? Gut. Ich wollte euch nochmal zeigen, pack mal wieder das Objekt 140 aus. Man hat auch immer schön gesehen, die ganze Karte, nicht die ganze Karte, aber große Teile der Karte waren gut zu befahren. Haben mir gehört, mal links, mal rechts, Mitte, du kannst dich so gut umpositionieren. Du kannst den TDs die Unterhosen ausziehen und das macht einfach Spaß. Und vor allem, wenn du gute Mitspieler hast. Okay, wenn ihr wollt, könnt ihr gerne einen Daumen für das Video geben oder abonniert den Kanal, dann verpasst ihr keine Videos mehr. Ich habe jetzt auch wieder einen besseren Internetanschluss, also ich werde jetzt öfters wieder streamen. Und ja, haltet die Ohren steif. Wascht euch die Hände, bringt den Müll raus und denkt dran, bleibt sauber. Und bis die Tage, ne? Ciao, ciao.